Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Shake Hormack, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegsliste aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl. Eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Louisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscoup gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Louisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormack? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Das sollte ich wohl, Captain. Danke für das hübsche Schiff hier. Das behalte ich auch gerne. So, und jetzt kann ich mich endlich zu Wort melden. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Ich werde meine Folgen jetzt ein bisschen anders designen. Das heißt, eine Folge wird so lange sein wie eine Session von mir selbst. Und es geht weiter. Louisburg, Juni 1758. Mehr erkläre ich später. Raue See, der Krieg tobt. Wir am Steuer von diesem Prachtschiff. Und wir sollen den britischen Verbündeten folgen. Wolf, Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Ihr findet Interesse am Krieg, Shay? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Wer ist zurück aus Hannover? Ja, alles klar. Auf geht's in den Krieg. Da hinten sehe ich schon das Schiff. Da hinten scheint die Schlacht zu toben. Oh, verdammt. Jetzt geht's rund. Komm schon, noch kann ich nicht. Millimeter. Millimeter. Ja, jetzt. Oh, ich kann immer noch nicht angreifen. Doch, jetzt hier. Zack. Zack. Und bam. Und wir versenken sie. Und jetzt gibt's Saures. Zack. Und tschüss. Nächster bitte. Jetzt bist du dran. Lass sehen, wo ist der nächste? Komm schon. Zack. Und der letzte ist da hinten. Den erledigen wir auch noch. Auf geht's. So muss das laufen. Oh nein, nicht gegen Adewale. Den habe ich noch gespielt in Freedom Cry. Also Schrei nach Freiheit, dem DLC zu Assassin's Creed Black Flag. Und jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Oh Gott, Branda, falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte. Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff, Sir. Es ist die Ekkatus-Rede. Adewale. Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht. Oh oh. Wir müssen diese Branda loswerden. Genau. Oh Mann. Wir müssen den Branda versenken oder von ihr fort. Euer Zeichen, Captain. Euer nähert sich uns da. Weg mit. Wir müssen den Branda versenken. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Da vorne kommt der nächste. Zack. Der ist down. Noch einer, hä? Du bist der Nächste, mein Freund. Oh, oh. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen.
Das wird jetzt heftig. Komm schon. Da hinten, du bist der Nächste. Und zack. Tempo runter. Und du bist der Letzte. Einer hat uns leider erwischt und uns richtig viel gezogen. Wo sind sie denn? Es ist hoffnungslos. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht. Dahin sind sie. An die Kanonen. Oh Mann. Ich glaube, das könnte... Oh, jetzt wird's unangenehm. Ganz ehrlich, jetzt wird's wirklich unangenehm. Komm, der Nummer 1 hier. Zack, den erledigen wir auf jeden Fall. Nummer 2. Und dann runter vom Tempo. Ich kann leider nicht auf Reisegeschwindigkeit. Oh, verdammte Scheiße. Oh, Schande. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ich habe meine größten Zweifel. Wir werden draufgehen. Wir haben es nicht geschafft. Es hat uns einfach zu viel bisher gezogen. Aber das ist machbar. Ah, diesmal mit mehr Leben als vorhin. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. Komm schon. Hau ihn weg. Und zack. Noch immer nicht geschafft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Drehen, 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 drehen. Oh, verdammte Scheiße. Oh, Kacke. Ich glaube nicht, dass wir es nochmal... Ich glaube wieder, dass wir es nicht schaffen. Im nächsten Versuch habe ich eine andere Idee. Aber fürs Erste wird es echt heftig. Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort. Oh, verdammte Scheiße. Sie ist genau in ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort. Jetzt hat es keine mehr. Sie schießen mit Feuer. Oh, was? Die schießen, was du nicht sagst. Erzähl mir was Neues. Komm schon, der nächste Schuss. Ja, aber die auch. Die sind auch schwer getroffen. Komm, der letzte Schuss. Wir haben sie erledigt. Jetzt fehlt noch ein letzter. Alle ducken, alle ducken. Verdammt. Es war knapp. Aber schon wieder nicht geschafft. Oh Mann, zum dritten Versuch jetzt. Ich mag es echt nicht, wenn ich nicht auf Reisegeschwindigkeit umstellen kann. So, ich gehe jetzt mal Breitseite. Dadurch treffe ich einfach viel mehr. Ja, wenn ich eine Idee habe, dann melde ich mich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ruiniert euch selbst. Ja, oh ja, bam, Mörser, hier, ich gebe euch. Voll in die Fresse. Und jetzt volle Breitseite. Drauf. Und nochmal Mörsern. Drauf. Jeder Schuss zählt. Gib ihn. Einen haben wir noch. Ganz da hinten. Zack. Und zack. Erledigt. Geschafft.
Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Mission abgeschlossen. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. 3 Versuche dafür gebraucht. Diese Brander, die sind echt heftig schwer. Mr. Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es. Ich weiß. Aber es ist eine Schande. Er ist ein guter Mann, Gist. So wie der ältere Washington. Lass uns mal ganz kurz schauen, wo wir hin müssen. Ja, dann machen wir kurz die Schnellreise. Auch wenn die gerade am Reden sind. Das fahre ich jetzt nicht alles mit dem Schiff ab. Der Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Oh, Scheiße. Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es. Ich weiß. Aber es ist eine Schande. Er ist ein... Wir müssen nach River Valley zu unserer nächsten Mission. Washington und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrop auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Ja, tut mir leid, dass jetzt so oft diese Unterbrechungen dazwischen sind. Alle! So, und auch hier muss ich wieder schauen, wo wir hin müssen. Ah, es sind alles ein bisschen große Distanzen, finde ich. Bis wohin können wir uns porten? Bis hierhin. Dann machen wir das mal kurz. Ich habe das Gefühl, ich bin mich nur am Porten. Hin und her. Vor und zurück und sonst irgendwas. So, ab ans... ins Boot. An Deck hier. Ach, Mann. Die Steuerung ist echt nicht so ganz meins, muss ich sagen. Volle Kraft voraus, Junge. Was für halbe Segel. Was sind wir denn? Gen Norden. Na, muss man deswegen jedes Mal von der Reisegeschwindigkeit runter. Das nervt doch. Wir müssen natürlich wieder schauen, welchen Weg wir nehmen. Ja, rechts rum. Und oben wieder rechts rum. Und ab geht's. Ich brauche kein Treibgut. Zumindest nicht so dringend. Mann. Ha, da hätten wir auch schnell Reise hinbegehen können. Ach Gott. Und da muss ich vorbei. Das wird unangenehm. Aber es ist einfach der kürzere Weg. Hier wird es ziemlich neblig. Nein. Oh. Ich nehme schon den richtigen Weg. Oh, ich muss hier erstmal nachschauen, das ist ja grauenhaft. Treibgut, bitte
wertvoll sein. Ah ja, stürmische Brise hier. Da muss man dann nochmal gegensteuern. Und jetzt schneit's auch schon, oder wie? Klimawandel. Immer dieser Klimawandel. Boah, ich sehe ja kaum noch die Hand vorm Gesicht. Man sieht ja echt gar nichts mehr. Das ist ja grauenhaft. So, ja, da unten entlang. Und jetzt wird es gleich unangenehm, glaube ich. Ja. Das wird ein bisschen wehtun, habe ich so das Gefühl. Aber es muss leider sein. Ich will nichts von irgendjemandem. Ich bin nur am Durchschippern. Oh Mann, sie haben geschossen. Komm, komm, komm. Ich will nicht getroffen werden. Oh, ich bin schon wieder weg. Mission starten. Es speichert. Wir sind gespannt. Lädt. Und auf geht's. Seht, was der Wind uns da bringt. Ahoi und guten Morgen, Gentlemen. Wieder einmal war uns Captain Cooks Findigkeit von Nutzen. Ich habe den Mann ausgemacht, den ihr sucht. War der Wale? Ganz genau. Zuletzt war er in einem französischen Fort, 2 Stunden flussaufwärts. Und was sucht der Lump in einem französischen Fort? Sein Schiff ausbessern, nehme ich an. Nach Louisburg. Danke, Master Cook. Wir übernehmen. Lebt wohl und gute Reise. Ebenfalls. Das Fort liegt dort vor uns. Gut. Dann frischen Mutes voran. Ja. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Das gute Vor. Das wird unangenehm, sage ich dir. Das weiß ich jetzt schon. Könnte schmerzhaft werden, die Nummer. Könnte sehr schmerzhaft werden. Auf Beweglichkeit kommt es nicht. Oh Mann, er hat einfach. Na. Ich will nicht herausfinden, worauf es ankommt. Halten wir uns fern. Wir können es umschiffen. Bleiben wir einfach auf kleineren Flüssen, wo es nicht folgen kann. Kleinere Flüsse. You don't say. Also, das gute Schiff haben wir hier. Und wir wollen hier hin. Nein, wir wollen hier hin. Also außenrum oder wie? Gottes Willen. Machen es halt super kompliziert. Unentdeckt. Wir wollen keine unerwünschte Aufmerksamkeit. Warum bringen die Franzosen so ein Schiff landeinwärts? Mit fortschreitendem Krieg werden sie immer verzweifelter. Sie tun alles, um mehr Feuerkraft zu erhalten. Nichts gegen Captain Cook, aber die Lady hat mehr Feuerkraft als alles, was ich bisher zu sehen die Ehre hatte. Ist nicht wirklich mein Typ. Die Franzosen haben einen gewissen Charme. Habe ich euch je von Madame Renette erzählt? Das ist nicht gerecht. Ich kenne einen von Bord. Segel los! Wie lautet der Plan? Es wäre tollkühn, das Fort einfach zu stürmen. Hi. Wir müssen wissen, woran wir sind. Ich kümmere mich darum. Also gehe ich zu Fuß hin. Suchen wir einen sicheren Ankerplatz.
Wird mir so schön angezeigt hier. Dann nehme ich den doch auch. Locker trimmen! Alle Segel einholen! Ah, Sir. Ich bleibe mit ihr hier und schütze sie. Viel Glück, Sir. Ich mache mir mein Glück. Master Kenway. Ja. Das kann ja lustig werden. Ich sehe einen lustigen Weg außen rum. Ganz geschmeidig hier durch. Und zack. Bitte fall nicht runter, sonst habe ich ein Problem. Hep. Oben bleiben, mein Großer. Oh Mann. So viel von oben bleiben. Oh, scheiße. Hallo. Guten Tag. Nachdem ich einen Bär getötet habe, wirst du mir wohl nichts mehr machen. Dann häute ich den mal kurz noch. Da kann ich nicht einfach so hoch wieder, ne? Ja, wie immer. Da kann ich aber zwischendurch, oder? Ne, kann ich auch nicht. Da kann ich hoch. Und hopp! Und hepp! Und rüber geht's. Ein Stückchen aufwärts noch. Komm, beherzter Sprung. Es ist ganz oft schon fast halb. Ja, fast halb. Halb geschafft. Und den Aussichtspunkt, den gibt's kostenlos dazu. Die Walle ist irgendwo da hinten, ne? Und ich mach mal einen Bärzensprung hier runter. So, die werden mich wohl alle sehen, wenn ich jetzt einfach hier so rausgehe. Und ich mach's trotzdem. Kannst nicht mal. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich schlafe, mein Großer. Komm hoch, komm, 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 komm. Du wirst bestimmt hochkommen. Um nachzuschauen, was los ist. Und dann erledige ich dich. Oh Mann, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Nein, 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 rein ins Gebüsch. Mann, das kann unangenehm werden, wenn die herkommen. Ich kann nicht beide auf einmal erledigen. Wie mache ich es denn? Wie mache ich es denn? Wie mache ich es denn? Suchen die mich noch? Tun sie nicht mehr. Shit, ich habe keine Idee. Da haben wir noch mal einen. Aber den erledige ich kurzerhand mal. Oh Mann. Komm schon. Den stärksten als erstes. Dann den hier. Menschliches Schild. Ich brauche menschliches Schild. Ich brauche menschliches Schild. Zack. Und jetzt erledige ich dich, weil du mir richtig Schmerzen bereiten kannst. Oh Mann, das hat nicht funktioniert. Wieso hat das nicht funktioniert? Wie viele Schläge zählt denn der bitte schön aus? So, jetzt aber. Komm schon, erledige ihn. Ich erledige jetzt das ganze Massaker hier. Komm, ich gebe dir volle Breitseite hier. Zack. Dann weggeschnetzelt ist der Große. So, jetzt gehen wir auf die Suche nach Hadewale.
So, die Templer haben ihren Hund auf mich gehetzt. Zeit, euren Mut zu beweisen, Shane. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hat denn der für ein Problem, bitteschön? Ich hab nicht die Zeit dafür. Wow, das ist mal ein schnelles Boot. Komm, hoch. Hepp. Heute mal wieder super schnell unterwegs, ne? Ein Scheiß wird der entkommen. Adewale hat die Wahl der Waffen und des Schlachtfeldes. Und auf seinem Schiff ist er voll. Denkt an die Mörser! Ansonsten schwimmen wir nach Hause! Naja, was soll ich denn machen? Ich muss ja hinterher. Keine Sorge, Sir. Jay hat es schon gesagt. Komm. Jetzt gibt's eine auf die Fresse. Sackgasse. Hört sich gut an. Ich kann ihm wahrscheinlich eh kein Leben ziehen momentan. Doch, kann ich. Zack. Boom. Ja, nicht nur die schießen mit mir, sondern wir auch. Und jetzt gibt's voll rein. Und zack. Und zack. Und zack. Und noch einen. Und gib ihm. Und den letzten hier. Zack, 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 zack. Und nochmal. Volle Kanüle rein. Hau ihn rein. Und jetzt ducken. Und drauf. Und nochmal drauf. Und gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und er haut ab. Zack. Alle Schwachstellen. Weg mit ihm. Was kommt jetzt? Ah, haben ein bisschen die Kontrolle verloren, die Großen. Adewale hat sein Schiff gestrandet. Eine neue Taktik. Er rettet seine Crew. Nein, er kämpft sein letztes Gefecht. Enttäuschen wir ihn nicht. Folgt ihm, Shay. Ich versuche ihn zu umgehen. Na dann, folgen wir ihm mal. Ich gehe jetzt offensiv vor. Absolut offensiv, ohne irgendwelche Schleichen. Das kann ich eh am besten. Halt! Ach, verdammt noch eins. Komm schon her. Showtime, so sieht's aus, ne? Diese Schleicher sind super nervig. Die brauche ich jetzt echt nicht. Gib ihm. Zack. Jetzt diese Schleicher nicht, die wäre echt angenehm. Tschüss. Das war einer von denen. Super gefährlich war der jetzt gerade. Nicht. Und noch einen. Wir erledigen Assassinen und wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Komm her. Komm schon. Zack, 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 zack. Dieser kalten Luft hier. Da kämpft sich doch immer am besten. Der kann mich nicht sehen. Absolut ausgeschlossen. Wo ist euer Kettenhund, Templer-Großmeister? Ich muss ja für ordentlich Unruhe gesorgt haben, wenn ich zu zweit jagen. Durchaus. Wir waren schon viel zu lange in unserem Fleisch. Ich diente eurem Vater, Hatham. Er wäre beschämt zu sehen, was ihr nun seid. Wirklich. Aua, das tat jetzt richtig weh. Ganz ehrlich, das hat jetzt richtig, richtig weh. Ihr seid schnell, Junge. Ich kann mich nicht verteidigen, das geht nicht. Funktioniert einfach momentan nicht. Jetzt funktioniert es endlich wieder. Jetzt wird es unangenehm werden, weil ich nahezu kein Leben mehr habe. Ja, war klar. Komm, ich komme um die Biegung und der haut mir einen in die Fresse. Ah, scheiße. Ich werde von oben für Ablenkung sorgen. Nehmt einen anderen Weg. Um Himmels Gottes Willen, du verarschst mich doch. Nur mal den gleichen Weg. Ja, scheiß doch drauf. Da erledige ich sie diesmal nicht, sondern ich laufe einfach durch. Was soll der Geiz?
Eigentlich müsste ich ihn ja schlafen legen können. Ah, doch, so ist gut. Kampf von allen. Da muss ich mich nicht um alles auf einmal, muss ich mich nicht alles um eins nach dem anderen kümmern. Dann kann er einfach alle auf einmal machen. Zack, und dir gebe ich auch. Komm schon, menschliches Schild, ich brauche ein menschliches Schild. Gib ihm, sehr schön, dafür stehst du noch da oben momentan. Gleich stehst du aber nicht mehr da oben, wenn ich mit dir fertig bin. Nein, geh schlafen, Junge. Du bist ein Scheiß-Ready. Das Einzige, wofür du ready bist, ist zum Schlafen gehen. Und du besinnst dich jetzt zu ihm, und zwar so richtig schlafend. Nie wieder aufwachen, würde ich sagen. Ihr sterbt als Verräter! Ach, ich sterb doch nicht. Sonst glaubst auch nur du, dass ich drauf gehe. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Bla bla bla, hör doch auf mit deinem Gefasel. Das kann man sich ja nicht mehr mit anhören. Na, von mir aus. Wenn der auch noch kämpfen will, dann machen wir es mit dem beiden auch noch kurz. Ich muss ja nicht so schnell hinter ihm her. Weit kommen wird er nicht. Sag und den nächsten. Komm, hör auf. Hat's den Wert wirklich? Ihr seid schnell, Junge. Aber nicht. Aua, das tut jetzt weh. Okay, mein Freund. Dir werde ich jetzt ein bisschen einheizen. Und jetzt auch noch du. Ihr seid schnell, aber nicht sehr klug. Ja, ja, du wiederholst deine Sätze, würde ich mal sagen. Fällt dir wohl nichts mehr ein, ne? Und kommst dann direkt bei mir vorbei. Was um alles in der Welt soll der Scheiß? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich treffe ihn mit den Schlafpfeilen. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Der läuft da seine Runden und läuft und läuft und läuft und ich lade mein Leben auf. Komm, komm! Ja, 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 ich bin doch schon auf dem Weg. Immer mit der Ruhe. Ich bin schon etwas älter. Ihr seid schnell, Junge. Aber nicht oh, um Gottes Willen, ich krieg gleich einen Kollaps. Der wiederholt seinen Satz jetzt zum 10. Mal mittlerweile. Haben sich so wenig Mühe gegeben mit ihm. Soll ich jetzt noch mehr von denen erledigen? Na schön, von mir aus, wenn wir schon dabei sind. Bist du jetzt dran? Oh Mann, jetzt kann es unangenehm werden. Wir müssen alles verteidigen, alles blocken. Uns darf nichts mehr erwischen. Zack. Ziel verloren. Wieso? Wo? Ich muss mich doch verteidigen. Was soll ich denn machen? Ach, kommt, Leute. Mittlerweile nervt ihr mich. Nehmt einen anderen Weg. Mir langt's. Rauchbomben, volle Kanüle rein. Es reicht jetzt aber mal wirklich. Am Anfang passiert erstmal nichts allzu Schlimmes. Oh, lass laufen hier. Bla 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 bla. Interessiert doch eh niemanden, ne? So, jetzt sind wir bei ihm. Jetzt fängt er irgendwann an. Alle laufen mir hinterher. Menschliches Schild. Zack. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen sauber. Zack. Menschliches Schild bitte. Dankeschön. Kämpfen funktioniert ja echt super. Oh oh. Ich komme, mein Freund. Ich bin nur ich. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Oh Gott, das ist zum 100. Mal. Ich kann's nicht mehr hören. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht klug. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht klug. Gleich habe ich dich. Komm schon. Komm schon. Komm. Komm, alter Mann. Ich halte es ein bisschen unfair. Ja, wiederhol deine Sätze. Dadurch wird es nicht besser.
Zack, 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 zack. Wie soll ich den bitte schön angreifen? Da gibt mir jedes Mal einer in die Breitseite rein. Ah, aua. Immerhin kann ich mein Leben jetzt ein bisschen aufladen. Ich habe ein paar weniger um mich herum. Oh Mann. Ah, hat einiges drauf. Vor allen Dingen habe ich keine Ahnung, wie ich es erledigen soll gegen ihn. Ach, ich sterbe gar nicht. Der hat doch nicht mal Lappen am Zaun. Doch, ich bin relativ klug, weil ich dir momentan entgegenkomme, du Sackarsch. Das kann nicht sein, weißt du, was soll ich denn machen? Sorry, aber was soll ich wirklich machen? Ich kann das nicht verteidigen, ich kann das nicht angreifen, ich kann da gar nichts gegen machen. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Ja, von mir auch. Mir langt's, ey. Komm, was soll ich denn machen? Soll ich ihn abknallen oder was? Ich meine, wie soll es funktionieren? Eigentlich müsste ich eine Gasbombe werfen, oder? Verfolgt ihn, Shay. Ich mache einen Bogen. Oh, ich krieg die Krise, ey. Allein wegen der Mission würde ich fast schon sagen, ich empfehle dieses Spiel nicht weiter. Es regt mich echt auf mittlerweile. Zack, zwei weniger. Nehme ich mir für später auf. So, sind alle hinter mir her. Wunderbar. Machen wir wie gerade eben. Dadurch habe ich gleich meine Ruhe. Mensch, ihr Schild, sagt, boom, der erledigt den. Wunderbar. Dann erledige ich den hier. Erledige den hier. Und erledige den hier. Super einfach. Oh, ich komme hoch. Hallöchen. Erledige den. Und gehe wieder runter. Rauchbombe. Dann den hier ein bisschen. Der wird loslaufen und geht in die andere Richtung. Währenddessen erledige ich hier ein bisschen was. Der läuft oben entlang. Hatten wir schon mal. Wenn ich das noch einmal höre, ganz ehrlich. Ich hasse ihn wie die Pest mittlerweile. Nö. Ja, nee, ist klar, ne? Wieso macht denn bitteschön das nichts aus? Ah, ich hab dieses Mal eine Idee. Schaut's euch an. Ich benutze gleich die Pistole. Ich werde ihm ins Gesicht schießen. Er wird mir entgegenkommen und ich werde ihm ins Gesicht schießen. Und passieren tut ihm nicht genug. Ganz einfach. Was soll ich machen? Ihr seid schnell, Junge. Aber nicht sehr klug. Jetzt ist natürlich noch was anderes ausgerüstet, als ich gerne hätte. So, zack. Oh, mittlerweile habe ich hier alles platt gemacht, bis auf ihn. Aber ihn schaffe ich nicht. Pistole, er nimmt mal wieder seinen schönen Laufweg. Ich lade nach. So, werde ihm wieder ins Gesicht schießen. Passieren wird ihm am Ende wieder nichts. Und im Zweikampf kriege ich es auch nicht hin. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Kleine Entschuldigung, aber ansonsten, ne? Yes! Endlich! Oh, endlich gehst du drauf. Nach dem vierten Mal. Vergebt mir, Adewale. Du redest von Vergebung, Kind. Die Hölle wartet auf dich. Dann betrete ich sie mit Stolz, wissend das Richtige getan zu haben. Es ändert nichts. Achilles hat bereits, was er braucht. Und ich töte jeden Mann, der ihn verteidigt, wenn ich muss. Es darf ihm nicht gelingen. Du bist jetzt ein Monster, Shay. Na, ich fühle mich nicht so sehr danach. Vielleicht ja. Kommt.
so monstermäßig fühle ich mich nicht. Vor allen Dingen ging er mir mittlerweile echt auf den Sack. Sonst hätte ich nicht mehr sehen, ey. Niemand außer Adewale töten. Ich lach mir den Arsch ab. Ah, jetzt haben wir mal wieder was Neues. Erfolg freigeschaltet. Legende folgt auf Legende. An diesem Punkt ist der Krieg noch nicht vorbei. Aber die Franzosen haben ihren Schwung verloren. Die Templer können sich jetzt ganz auf die Assassinen konzentrieren. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Er sagt was anderes, als da unten im Text steht. Er sagt etwas doppelt. Ah ja, alles klar. Ah, wir sind in New York, Oktober 1759, wenn ich es richtig gelesen habe. Wie steht es um die Vorläufersache? Wir sammeln Schiffe und Vorräte, aber es ist schwierig ohne ein bestimmtes Ziel. Ich habe Männer. Sie reichen, um eine Crew aufzustellen, Chevalier. Hope hat herausgefunden, wie man Franklins Experiment reproduziert. Schon bald kennen wir die nächste Vorläuferstätte. Und ihr seid sicher, das zu schaffen? Ich habe Augen und Ohren, Mentor. Das Gerät ist in Kürze fertig. Sehr gut. Berichtet mir. Ich könnte mir vorstellen, dass das wohl die nächste sein könnte, die wir zu erledigen haben. Oh, Himmels Gott, das Willen, erledige sie doch einfach. Wir müssen Hopes Versteck finden. Die meisten Banditen von New York gehorchen ja jetzt. Ich sollte zum Großmeister. Dann gehen wir da mal hin. So, was ich vorhin noch gesagt habe. Ich werde jetzt sessionmäßig aufnehmen. Soll heißen, Spielzeit ist eben so lange, wie auch eine Folge ist. Heißt, es kann von 15 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden, wie viel auch immer. Bei GTA, welches in Kürze auf dem PC rauskommt, welches ich auch im Singleplayer aufnehmen werde, wird das nicht ganz der Fall sein. Da werde ich sessionmäßig deutlich länger zocken. Das bedeutet, ich werde es wahrscheinlich auf eineinhalb Stunden begrenzen. Ansonsten wird eine Session aber so lange sein, wie auch eine Folge, beziehungsweise eben andersherum. Ihr müsst euch dann halt teilweise anschauen oder wie auch immer. Ja, für mich ist es einfacher zu editieren insgesamt. Es macht mir die Arbeit etwas einfacher und ich spiele es hauptsächlich zum Vergnügen. So, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, man sieht sich in der nächsten Folge.